Erstens, Lompland oder Villametri den Monismus erfand und C.P.E. Bach die Empfindsamkeit mit unterschiedlichem Erfolg. Zweitens, Potsdam gegen 1747. Drittens, nehmen wir uns in Acht, die Natur zu unterschätzen.
La nature n'est pas si uniforme qu'elle ne s'écarte souvent, ne s'écarte de ses lois les plus favoris. Viertens, botanische Beschreibung des Menschen in Linnaeus Terminologie. Classis, Tietie, Ordo Monandria, Monogyna, Genus Homo, Masculi, Feminae, Noscete Ipsum. Perianthium imbricatum deciduum omni nocte. Pistillum germen piriformem, stilus unicus concavus, interne rugosus, membranaceus. Stigma oblongum in medio fissum, interne fubrubellum, externe molle, semen unicum, sebe duplex, raro triplex, etc. Fünftens. Einige Tonbeispiele, um die Schwierigkeiten des Komponisten dieses Stückes zu demonstrieren. Musik
Sechstens, die schönste Blume unserer Art, oder wenn sie tugendsam ist, wird sie, obgleich zu Blume verwandelt, nicht leichter zu pflücken sein. Sans enveloppe, si les fleurs ont leur veille, nous pouvons regarder nos bras et nos jambes quand décrit botaniquement la plus belle plante de notre espèce, je veux dire la femme, par la nuit ce sont des fleurs. Est-ce que sans enveloppe, si elle est sage, quoique métamorphosée en fleur, elle n'en sera pas plus facile à cueillir. Siebtens, ein Hurra auf das gute Leben.
Erstens, Karl Philipp Emanuel Bach, Kammercembalist des Königs. Neuntens, Spaziergang von La Mettrie und Bach durch Sanssouci bei leichtem Regen. Thank you.
zehntens, fide pria animos permatic. Elftens, lass uns diese Stelle von vorhin noch einmal hören. Da war etwas, was ziemlich seltsam klang. Zwölftens, nichts ist reizender als der Anblick jener unendlich feingestuften Leiter, deren Unterteilungen die Natur durchläuft, ohne je eine einzige Stufe zu überspringen. Welches Panorama bietet uns doch das Schauspiel des Universums?
verdit-il leur veine de ce ruisseau, de sang qui part dans toute la machine, le sentiment et la vie, la chaleur, cet autre cœur de la nature, ce feu de la terre et du soleil qui semble avoir passé dans l'imagination des comme nous. Quelle autre cause, en effet, pourra faire tout germer, tout croître, fleurir, multiplier dans l'univers? Le tableau nous offre le spectacle de l'univers. Tout y est parfait. Sentence. L'esprit finit-il-ci? Viertens. Ein Adagio für den Hofnarren La Mettrie, verstorben 1751 nach dem Genuss einer enormen Pastete. Thank you.
15. an die Zukunft mit schönem Gruß.